ist auch schon die Maridel entdeckt worden. Zwischen den Menschen. Die Menschen lassen die Maridel hochleben. Hoch. 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 Und der Herr Pfarrer, der wartet schon und lächelt so spitzbübisch. Der hat nämlich frische Gummihandschuhe in der Hand. Können Sie mir die geben? Danke. Und der Herr Pfarrer baumelt damit vor dem Gesicht von der Maridel. Aber Herr Pfarrer, die Maridel schüttelt nur mit dem Kopf. Denn die Menschen wissen, warum die Maridel mit dem Kopf schütteln wird. Jetzt ist die Maridel mitten in der Arbeit. Aber sie hat noch nichts gefunden. Das ist nämlich ganz tief unten, was die so bedrückt. Die haben alle so einen harten Stuhl hineingemacht. Einer nach dem anderen kommt zum Vorschein. Da spürt die Maridel etwas. Etwas, das noch härter ist als ein Stuhl. So rund, so glatt. Und da hat sie es. Eine Konservendose. Ungeöffnet. Die Leute klatschen Maridel zu, wie sie die Dose in die Höhe hält. Klatschen! Und der Herr Pfarrer sagt zu der Maridel, dass die Dose der Maridel jetzt ganz, ganz alleine gehört. Und dass sie die jetzt aufmachen kann und schauen kann, was da drin ist. Und schwupp, den Stuhl weggemacht und schnell aufgemacht. Eine Tomatensuppe. Wie das gut riecht. Wollen Sie auch mal? Das hat die Maridel auch noch nie erlebt, dass man eine Abortverstopfung aufästen kann. Die Menschen stehen um die Maridel herum. Ein paar Meter weiter weg. Versteht sich ja. Sie sind ja so empfindsam wegen dem Abortgeruch. Jetzt greift die Maridel wieder runter. Was die Maridel alles schaffen kann! Und da hat sie schon wieder etwas, das noch härter ist als ein Stuhl. So glatt, fühlt sich an wie Blech. Und schwupp, da ist es! Eine Dose Bier! Eine Dose Bier! Ungeöffnet! Das passt auch so gut zu der Tomatensuppe. Danke, Hochwürden! Danke, Hochwürden! Und jetzt weiß auch die Maridel, warum der Herr Pfarrer so freundlich zu der Maridel ist. Der hat bestimmt, wie ein Osterhase, heimlich alle Sachen in einem Klo versteckt.